Hallo, hier Darksaber mit Resident Evil Revelations Part 9. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere Ausrüstung wieder entdeckt und jetzt werden wir nichts weitermachen, als ein bisschen für Ruhe sorgen und außerdem werden wir jetzt dazu auch noch unsere Ausrüstung, also quasi nochmal alles durchsuchen und Munition. Also im Prinzip werden wir hier nochmal ein bisschen durchsluten und gucken, was wir noch so alles übersehen haben könnten. Ah, da drüben ist etwas. Objekt entdeckt. So, das machen wir einfach nur, damit wir das quasi im Inventar haben. Also das Wissen haben. Haben wir eigentlich schon vorher gehabt, aber... Warte mal, hier ist irgendwie was in der... Aber wahrscheinlich... Scheint noch was in der Nähe zu sein. Hä? Wo? Ah, da. Hä? Da oben? Das scheint dann aber über uns zu sein. Kommen wir noch hin. Okay. Ah, hier haben wir was. Spezialzubehör aufgenommen. Ja, cool. Sehr schön. Da brauchen wir erstmal einen Kartenleser. Alles klar. Also wie gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich erstmal das durchsuche. Verdammt, diese Flieger sind überall. Oh, da wollte er nicht so lange leben. Achso. Achso. Also hier kriegen wir ziemlich schnell alles zusammen. Die Munition ist ja auch noch. Okay. So, hier erstmal nochmal Munition. Ich werde natürlich alles durchsuchen. Versteht sich von selbst. Hat ein paar Druck. Scheint aber noch was zu sein. Ah. Für Pistolenmuni, das ist gut. Und es ist nur noch 8 über. Ah, hier brauchen wir dann ein Steuerrad. Alles klar. Hier haben wir erstmal nochmal Munition. Und somit sind wir wieder voll. Okay, wir gehen mal hoch. Hier brauchen wir das Anker-Emblem. Ankerschlüssel. Ankerschlüssel-Emblem ist ja was anderes. Ah, warte mal, hier ist noch irgendwie was. Eine Handgranate. Hey, die ist gut. Die ist gut. Haben wir gespeichert. Hi. Okay, ja, auch ihn werden wir mal untersuchen. Ah, wir sind wieder fast beim nächsten. Prozent. Ihr seht, es wird prozenttechnisch immer weniger. Aber es lohnt sich halt im Endeffekt. Pistolenmuni. Das ist doch auch nicht schlecht.
Aber sonst scheint hier nichts weiter zu sein. Oh, hier haben wir Pistolenmunition. Oh, gut. Moment. Was war hier noch? Achso, nichts weiter. Cool. So, 70%. Hätten wir auch dies. Hier können wir aber nichts machen, okay. Ja, das hier erinnert noch an den Schiff, aber alles andere irgendwie, ich weiß nicht. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, hier kann man was einsetzen. Ich hoffe, das finden wir dann noch. 10 Pistolen, das ist sehr schön. Oh, da sind wir aber schon wieder so fast voll. Und wir sollten dann nochmal zur Waffenkiste zurück, damit wir alles aufbessern können. Hier müssen wir meines Erachtens jetzt erstmal lang. Ein Safe mit einem Kartenleser, alles klar. Wir brauchen erstmal einen Kartenleser. So, wir haben ein neues Vieh entdeckt, so wie es aussieht. So, sonst. Gut, wo sind die weggekommen? Okay. Aber wieder Heilung. Oh, endlich. So, wir haben wieder ein bisschen Heilung. So, das haben wir ja schon aufgenommen. Hier kann man nichts machen. Okay, hier scheint auch nichts in der Nähe zu sein. Okay. So. Da müssen wir rüber. Das andere haben wir ja schon. Ich glaube, dann kommen wir gleich zu der Stelle. Okay, hier scheint aber noch etwas zu sein. Okay, das machen wir gleich. Ah, von hier bin ich gekommen.
Okay. Cool, sind wir jetzt an den Anfang gekommen. Haben zweimal gelevelt quasi. Und, ja, jetzt müssen wir nichts weiter mehr machen. Also den Rest einfach nochmal durchgehen. Aber, ja, hier haben wir ja noch eine Tür, die wollen wir auch noch öffnen. Und ansonsten gehen wir einfach nur noch zurück und schauen, was wir machen können. Vor allem zu den, zu der Stelle, wo wir halt unsere Waffe upgraden können. Wir werden also in der nächsten Folge sowieso erstmal nur noch durchrennen. Und ein Upgrade reinschmeißen. Und ich hoffe, wir kriegen dann auch bald die Schrotflinte. Mal schauen. Aber dies war es erstmal von der neunten Folge von Resident Evil Revelations. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.